Wir sind auch schon bei Punkt 62. Es folgen jetzt zwei Tagesordnungspunkte aus dem Landwirtschaftsausschuss. Durch Änderungen im Land- und forstwirtschaftlichen Landesschulbereich sollen sich in Zukunft alle Lehrpersonen für Leitungsfunktionen bewerben können. Mit der 2013 eingeführten Dienstrechtsnovelle für den pädagogischen Dienst wurden Leitungsfunktionen für land- und forstwirtschaftliche Landesvertragslehrpersonen eingeführt, welche im bis dahin bestehenden Dienstrecht der Landeslehrpersonen nicht vorgesehen waren.